Ich begrüße das ganz herzlich zurück zu Let's Play Tom und Azila. Im letzten Part haben wir das wilde Grillfest erlebt. Und in dem Part haben wir erstmal, was unsere Bewohner wollen, denn immer, die wollen ja immer was. Ne? Damit fangen wir immer an. So sind Beispiel auch Uwu. Schauen wir nochmal. Guten Tag. Guten Tag, was geht ab? Was wäschst du zuerst, wenn du duschen gehst? Was ist zuerst, wenn ich duschen gehe? Haare, Körper, Arme, Füße, Haare. Wollte ich sagen, was persönlich immer zuerst. Ja, so ja von oben nach unten. So sieht's aus. So, wir sind so wieder ein neues Level. Sehr wild, sehr wild. So, und dafür lernen wir jetzt einfach mal ein Lied. Das war ein Poplied. So, du lernst mir jetzt mal einen Popsong. Jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Du kannst jetzt das Liedsymbol verwenden, wie rühre es, wenn Uwu dir ein Lied singen soll. Und Evala. Es eröffnet. Und es kommt eine Einmeldung. Wie unvorhersehbar. Einmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf Gamakuch eröffnet. Eine große Konzerthalle wurde eröffnet. In der Konzerthalle können die Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben, die sie als Geschenk vom Ebenbild von David erhalten haben. Aha. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterstützen lassen. Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen. Die Konzerthalle kann über den Kartenbildschirm betreten werden, aber da so gut wie alle gern singen, haben wir in ihren Zimmern ein Notensymbol für direkten Zutritt untergebracht. Danke fürs Zuschauen. Sehr interessant. Also das ist die Konzerthalle. Die hat jetzt eröffnet. Schauen wir doch einfach mal direkt dahin, was da abgeht. So, Solo singen. Perfekt. Ja, und der Uwu, der singt jetzt sein Solo und wir hören einfach mal zu. Let's go. Schauen wir doch mal. Von heute an mache ich Diät, halte mich zurück. Ich verzichte auf Eiscreme und auf Schokolade. Ach, so schön. Das war doch mal. Das war doch mal der Shit, liebe Leute. Aber gleich nochmal. Was so ein Banger war, mach ich gleich ein zweites Mal an. Sommerdiät. Dann merke ich Diät, nimm es zurück. Nicht auf Eiscreme und auf Schokolade. Hey, das ist ja gewiss. Tu das nur für das. Will kein Gramm zu viel, viel. Damit. Na, Figur. Auch die brauche ich. Okay. Ich sehe, sie sind immer noch beim Singen und Üben. Boah, das war so ultimative Portion Cringe, aber die muss halt an dieser Stelle einfach auch mal geben. Also Cringe gehört dazu. So. Gut. Ja, das Beise mal ist ein schönes Lied. Damit wirst du über Uwu direkt Popstar. So, cool. Irgendwann kann man mal Spend singen, also da wird es auch noch was tun. Ich sehe es schon. Wild wird es doch werden. Und wild war es, dass das Konzert daraus eröffnet hat. So, sollen wir erstmal nochmal unserem Bewohner, denn da will jemand spielen. MSN will ich spielen. Schauen wir nochmal, wie es wird, ob wir spielen können. Komm, spiel mit mir. Ei. So, spiel mir. Und schauen wir nochmal, wie gut das Ganze jetzt aussieht. Hoffentlich gut für mich. So. Okay, jetzt muss ich mal wieder so oft auf den Bildschirm treten, wie es nur geht. Komm schon. Los geht's. Einfach so oft es geht auf den Bildschirm hauen.
Das wird was, ich sag's euch. Und ich hab gewonnen, perfekt. Ich hau gleich doch ein Bild zum kaputt, wenn es noch öffnet. Und drauf haue, eieiei. So, das ist doch super. Haben wir wieder was gewonnen. Dafür ist wieder ein Geschenk. So, machen wir jetzt einfach mal das Größte. Ich dachte gerade, das war Dynamit, Digga. Ich dachte gerade, bekomme einfach Dynamit geschenkt, aber was nur ein Springseil. Perfekt. So musste es. So, was gibt's denn noch? Ich brauche einen neuen Hut. Das ist auch noch Forderung, okay. Komm. Das ist gerade so in das Droh, da gehen wir dir auch rein. Aber so einen Hut brauchst du mit deiner Klasse. Verstehe, sagen wir so, wie es ist. Und den Hut findet ihr total gut. So muss das. Und du hast ein neues Level erreicht. Dann, wenn das so ist, gibt es auch für dich ein nettes Lied. Und zwar, boah ja, ein Rap-Song. Ich muss mal anhören, wie es ein wie der Rap anhört. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Und dafür gibt es ein bisschen Dankeschön, nämlich. Ein Zwiebelpuzzle, yay! So. Und du singst mir auch gleich das vor, weil ein Lied geht heute noch. Und ich verklick mir es einfach und klick auf Abpressen. So, zweiter Versuch. Das ist ja quasi das Shortcut, um direkt in die Musikhalle zu kommen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, hören wir uns an. Lass den Cringe beginnen. Das ist der Shit. Und auch hier. Aber wenn wir es können, singen wir mit. Jetzt sehen wir uns den Text, aber erstmal als kleine Vorbereitung zu was. Human Dick. Mit dem Kopf. Ich bin MC Raptor. Nalo. Sind denn alle Pillepalle? Das ist so ein lyrisches Meisterwerk. Alle hören nur noch Schlager. Kauft doch lieber meine Platten. Ihr wisst doch, ihr wollt es auch. Jetzt mit 4 Tracks. Einfach Werbung für seine eigenen Platten machen. Das ist doch der Shit. Man singt ein Lied über seine Lieder. Was will man mehr? Nickt es mit dem Kopf von Sven. Er nickt mit dem Kopf. Das heißt, jo Mann, nick mit dem Kopf. Ich bin MC Raptor. Nalo. Ja. Sind denn alle Pillepalle? Alle hören nur noch Schlager. Kauft doch lieber meine Platten. Ihr wisst doch, ihr wollt es auch. Jetzt mit 4 Tracks. Ab jetzt erhältlich ist, ja, MC Raptor. Ah ja, okay, so. Was kann man hier oben machen? Ah ja, kann man die Kleidung sogar anpassen für die. So, das war unser MC Raptor. Perfekt. So, was willst du noch? Bei Pikmin ist es immer so gemütlich. Das ist echt entspannt. Bei Pikmin ist immer so gemütlich, da ist es sehr entspannt. Also super. So, nach unseren wunderbaren Konzertabenden danke ich mich jetzt fürs Zuhören von dem Park. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.